Freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir uns einmal das Fahren in der Baustelle genau anschauen, wie dann die Verkehrsführung geändert sein kann, worauf du bei Schildern achten musst, wie es mit der ganzen Regelung ist. Da werden wir uns heute einmal drum kümmern. In Baustellen ist in den meisten Fällen die Verkehrsführung ein bisschen angepasst, oftmals auch die Geschwindigkeit. Manchmal sind auch Dinge dort, die ja dort regulär nicht sind. Also sprich, dass irgendwelche Bänder, irgendwelche Absperrungen dort sind, dass eventuell dort auch Baumaschinen rumstehen. Da werden wir uns mal schauen, wie das Ganze so abzuarbeiten ist, worauf wir auch auf dem Boden achten müssen, damit du auch wirklich sauber und ordentlich durch jede Baustelle kommst und dort keine Probleme bekommst. So, das hier ist nicht mehr wirklich eine Baustelle. Jetzt ist nur noch die Ampelanlage nicht freigeschaltet. Da ist es aber auch ganz wichtig, dass wenn eine Ampelanlage noch nicht freigeschaltet ist, dann gelten immer die Verkehrszeichen, die dort stehen. Also hier in diesem Fall das Stoppschild. Auch wenn das nur so vorübergehend dort aufgestellt ist, gilt das selbstverständlich trotzdem. Also nur weil es eine Baustelle ist und die Schilder ein bisschen nicht an der perfekten Position stehen, heißt es nicht, dass sie dort dann sozusagen ignoriert werden können oder halt man das so ein bisschen übergehen kann. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Dann ist es auf jeden Fall super, super wichtig, dass ihr dann halt, da das ja halt noch nicht korrekt aufgestellt ist, dass ihr dann auch super vorsichtig an das Ganze ranfahrt und nicht eventuell irgendwas überseht, was halt sonst in der regulären Position sonst zu erwarten wäre, sage ich jetzt mal. Also sprich, es kann sein, dass Fußgänger, Radfahrer eventuell schon an einer anderen Position euch quasi überraschen, als wenn ihr das sonst gehabt hättet, wäre die Verkehrsführung schon wieder normal. So, jetzt will ich hier einmal rechts abbiegen. Dann fahren wir gleich in so eine relativ große Baustelle rein. Da ist irgendwie, pflücken die ja gefühlt das halbe Dorf auseinander. Jetzt steht aber hier auch der Hinweis, dass hier eine Baustelle bzw. Arbeitsstelle ist. Ihr seht ja schon, das ist alles schön abgesperrt. Das heißt, wir müssen auch wirklich schauen, wie breit ist das Ganze da. Das ist immer ganz wichtig. Ne, was kommt von vorne? Passt das alles? Natürlich beim Reinfahren in die Baustelle gelten immer noch die ganzen regulären Regeln. Und da drin gelten natürlich auch die ganz normalen Verkehrsregeln. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass dort etwas jetzt irgendwie anders ist. Also rechts vor links gilt natürlich weiterhin. Wir werden weiterhin ein Vorfahrtgewehr als Vorfahrtgewehr sehen und so weiter. Müssen halt nur schauen, dass eventuell dort die Verkehrsführung anders ist, dass eventuell irgendwas auf der Straße liegt, dass wir halt immer so fahren, dass wir jederzeit ausweichen oder anhalten können. Wir müssen natürlich auch die Breite auch der anderen Fahrzeuge dann im Hinterkopf behalten. So, jetzt wieder, hier ist vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts, das ist noch ziemlich gut zu sehen. Fußgänger müssen jetzt hier rüber wechseln, das heißt, ihr müsst immer unbedingt schauen, wenn ihr solche Verkehrszeichen habt, das mit den Fußgängern zum Beispiel, dass dann halt auch ihr damit rechnet, dass halt euch jemand noch vors Auto läuft, mit dem ihr halt sonst nicht gerechnet hättet, weil der sonst auf seiner Seite weitergegangen wäre. Also da müsst ihr wirklich immer schauen, dass ihr wirklich alle Verkehrszeichen auch seht. So, wie ihr seht, kommen wir jetzt hier auf ein paar Schilder zu, die, beziehungsweise ein Schild, was da durchgeixt ist. In diesem Fall heißt es, dass dieses Schild vorübergehend außer Kraft gesetzt ist. Ihr könnt also solche Verkehrszeichen dann wirklich ignorieren. Die sind dann in dem Fall nicht da. Das ist natürlich ziemlich häufig in Baustellen. Hier ist ein Haltverbot. Gut, das interessiert uns jetzt herzlich wenig, weil wir wollen ja fahren, wir wollen ja nicht stehen. Der Prüfer wird euch aber auch nicht, wir fahren da mal rechts weiter, der Prüfer wird euch dann aber auch nicht an solchen Stellen parken lassen, so zum Testen sozusagen. Ja, sowas gibt es nicht, das ist verboten, das machen die nicht. Müsst halt nur wirklich schauen, dass ihr ja trotzdem alle Verkehrszeichen seht, die euch betreffen fürs Fahren, beziehungsweise für das, was an euch vorbeigeht oder läuft, oder fährt besser gesagt. So, jetzt kommen wir in so eine Mini-Einbahnstraße rein, die müssen wir gucken, die ist ziemlich eng. Immer schön umsichtig sein, auf die Seitenabstände achten. Es kann sein, dass ihr in der Prüfung sowas rein bist, wenn das bei euch jetzt im Ort gerade ist. Jetzt schauen wir hier rechts, ich hoffe, das sieht man das auf der Kamera, haben wir eine Sackgasse und dort am Ende ist auch ein Durchfahrt bzw. ein Verbot für Fahrzeuge. Das heißt, da braucht ihr in sowas dann auch gar nicht reinfahren, dann einfach sagen, auch in der Prüfung ist immer besser, wenn man sagt, okay, da fahre ich nicht rein, ich biege jetzt hier mal ab zum Beispiel. Wenn ihr das einfach so macht, ist das dann natürlich auch in Ordnung. Hauptsache, ihr fahrt da nicht rein. Also bis zum Ende dürftet ihr, das wäre aber kompliziert. Also das ist dann mehr so auch so ein Test von den Prüfern.
Ob ihr dann auch wirklich die Verkehrszeichen gesehen habt. Ne? Ihr seht ja, hier sind immer noch eine Menge Schilder. Hier wäre jetzt das Stück Baustelle zu Ende. Das heißt, da hinten geht es aber gleich weiter. Jetzt sehen wir da Sackgasse und am Ende ist die Durchfahrt verboten. Das heißt, wenn ihr sowas habt, abbiegen. Ne? Ne, hier in diesem Fall geht es dann rechts weiter. Und dann werden wir gleich sehen, das ist die nächste Sackgasse. Das ist dann aber in dem Fall keine Falle. Also nicht irgendwie denken, da habt ihr deswegen in der Prüfung einen Fehler gemacht. Ihr müsst in der Prüfung später zeigen, dass ihr verstanden habt, okay, da darf ich nicht lang fahren, dann fahre ich halt woanders lang. Wenn das andere dann eine Sackgasse ist, ist es ja kein Fehler, da darf man ja reinfahren. Vielleicht möchte der Prüfer aber auch dahin fahren, dass ihr eventuell parken sollt oder umkehren sollt oder was auch immer ihr dort veranstalten sollt. Das ist dann, wie gesagt, nicht falsch. Also nicht dann denken, ihr dürft da nicht reinfahren und seid dann wegen so einem Quatsch dann durchgefallen. Ich höre das immer wieder. Wenn ich da reinfahre, bin ich dann durchgefallen. Ich habe sowas gehört. Nein, auf gar keinen Fall. Sackgasse ist nicht verboten reinzufahren. Da dürft ihr immer wieder reinfahren, sofern es denn nicht anders gesagt wurde vom Prüfer. Aber selbst wenn es anders gesagt wurde, ist es trotzdem kein Durchfallgrund. Also macht euch da bitte keine Gedanken. Wenn ihr jetzt mal auch die Richtung verwechselt, da passiert dann nichts weiter. So, jetzt müssen wir natürlich logischerweise hier wieder rausfahren. Jetzt seht ihr, ich fahre die ganze Zeit sehr langsam, ist sehr, sehr wackelig das Ganze. Ihr müsst natürlich auch so fahren, und die Sicht ist auch schlecht, ihr müsst natürlich auch so fahren, dass ihr jederzeit gefahrlos anhalten könnt. Also ihr werdet dann nicht, auch wenn hier Zone 30 ist, dann von euch verlangt, gerade in solchen Stellen, dass ihr dann auch wirklich die 30 erreicht. Wichtig ist dann, wenn ihr sowas rausfahrt, ihr seht, das blaue Auto steht hier ein bisschen ungünstig am Ende. Der steht noch okay, aber wir müssen natürlich schauen, dass wir dann halt wieder ein bisschen rüberfahren. Und da es ja rechts nicht weiterging, dann uns halt auch ein bisschen nach rechts rüberstellen, dass jemand anders, der hier vielleicht rein möchte in die Straße, dass wir dem halt nicht, ja, so quasi vorsätzlich die Vorfahrt nehmen, sondern hier müssen wir wieder rechts, hier waren wir eben schon mal, dass wir dem nicht vorsätzlich die Vorfahrt nehmen und nur sagen, ja gut, der kann ja eh nicht reinfahren, deswegen fahre ich da mal durch, das dürfen wir halt nicht, machen. Also wirklich dann auch schauen, dass wir halt, soweit es geht, halt immer noch Platz machen für die anderen. Wenn kein Platz da ist, könnt ihr natürlich nichts dafür. Platz kann man nicht herzaubern, aber wir können halt nur das Möglichste dafür tun, dass wir halt den Platz so groß wie möglich schaffen. Solltet ihr irgendwo auf ein Straßenende zufahren und der Prüfer sagt nichts, dann solltet ihr immer aufpassen. Da kann sein, dass dann irgendwo so ein kleiner Test auf euch zukommt. So nach dem Motto, wo darf ich denn hinfahren und wo nicht. Wenn ich jetzt mal nach links schaue, ich hoffe, das sieht man so ein bisschen. Ich drehe mal die Kamera so ein bisschen nach links. Da haben wir die Baustelle wieder. Da haben wir die Baustelle wieder und somit werden wir halt da nicht reinfahren dürfen, logischerweise. Weil da halt wieder Verbot für Fahrzeuge war. Und somit müsst ihr halt natürlich dann selbstständig in eine andere Richtung wählen, also eine erlaubte natürlich. Wenn das jetzt mal gar nicht geht, weil dort halt keine andere Richtung ist, dann müsst ihr natürlich umkehren. Also da könnt ihr ja nichts für. Also wie gesagt, es ist ja nicht jede Baustelle gleich. Müsst natürlich auch immer damit rechnen, dass eventuell Bauarbeiter die Schilder vielleicht mal nicht so ganz so toll hingestellt haben. Dass eventuell mal ein Schild gedreht wurde. Der Sinn geht natürlich dadurch nicht verloren von dem Schild. Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr halt ja, die Schilder nicht falsch deutet. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Ding auf dem Boden. Also wenn ihr sowas auf dem Boden habt, dann schaut immer, dass ihr möglichst dann nicht drüber fahrt. Weil das sind Abdeckungen für irgendwelche Löcher im Boden oder was auch immer. Da halt wirklich schauen, dass ihr dort dann halt nicht, wenn es geht, nicht drüber fahrt oder so langsam, dass halt da nichts verrutschen kann. Möglichst auch keine scharfen Bremsungen auf den Dingern, weil das kann immer sein, dass dort ja eventuell was verrutscht und ihr dann irgendwo reinkracht und das darf natürlich nicht passieren. So, wir werden hier nochmal rechts abbiegen. Ihr seht da oben, die Einbahnstraße ist durchgeixt. Das heißt, es gibt dort aktuell keine Einbahnstraße. Das Einzige, was sein kann, dass der Prüfer euch dann da in sowas reinschickt, um euch dann sozusagen zu testen, ob ihr euch richtig einordnet am Ende. Also in der Regel wird dann bei sowas dann am Ende links abgebogen. Und nur um zu gucken, ob ihr euch, wie ihr das sonst in Einbahnstraßen lernt, links einordnet. Hier dürft ihr euch natürlich nicht links einordnen zum Linksabbiegen, weil dann wäre die Prüfung zu Ende, dann würdet ihr im Gegenverkehr stehen. Also das müsst ihr auf jeden Fall dann beachten, dass ihr dann halt sozusagen das Verkehrszeichen ausblendet, da es ja nicht mehr da ist oder außer Kraft gesetzt wurde.
Jetzt kommen wir hier auf die nächste Baustelle zu. Ihr seht ja hier 30 in der Baustelle, das heißt ab dem Schild auf jeden Fall 30 fahren. Und wir haben das Hindernis auf unserer Seite. Hier auf jeden Fall bis zum Ende durchfahren und dann den Fahrstreifen wechseln. Klar, wenn alles leer ist, könnt ihr natürlich schon eher wechseln, aber ihr solltet das Reißverschlussverfahren dann zeigen. Solltet ihr schon auf der linken Spur sein, müsst ihr auf jeden Fall nochmal rechts über die Schulter absichern, ob niemand neben euch ist und sich eventuell noch vor euch quetscht. Also dann müsst ihr auf jeden Fall unbedingt schauen nach links und rechts. Dann wie gesagt, hier immer schauen, was liegt auf der Straße rum, kann eventuell irgendwas passieren. Hier haben wir ein extra Schild für die Verkehrsführung, das ist immer individuell. Das heißt aber auf jeden Fall, dieser Fahrstreifen hier geht geradeaus. Wir dürfen also nicht, man sieht das aber auch hier auf dem Boden, nicht zum Geradeausfahren nach rechts rüber. Wenn das durchgeixt ist durch die gelben Markierungen, sind die weißen außer Kraft gesetzt. Das ist ganz wichtig. Und dann halt jetzt schauen, 30 bleibt noch bestehen. Jetzt haben wir hier nichts mehr, was uns das rechts oder vom Rechtsfahren abhält. Dann tut euch selbst den Gefallen, fahrt bitte auch immer wieder rechts rüber, weil sonst tut euch keinen Gefallen damit. So, ab jetzt, ihr habt ja gerade gesehen, da war ein Schild, was durchgeixt wurde. Ab da dürft ihr dann wieder schneller fahren. Wenn ihr dann keine andere Geschwindigkeit seht, in der Stadt ist natürlich dann wieder 50. Jetzt haben wir hier aber das 70. Das 70 war aber ja durchgestrichen. Das heißt, es gilt dann nicht automatisch Baustelle Ende 70, sondern erstmal 50 regulär. Das ist ganz wichtig, dass ihr, wie gesagt, die durchgeixten Verkehrszeichen, die sind außer Kraft gesetzt. Die gelten dann nicht. Nicht, dass ihr dann sagt, okay, das ist ja jetzt wegen der Baustelle. Nein, die sind komplett außer Kraft gesetzt. Also da dürft ihr dann nicht wieder die sonstige Geschwindigkeit fahren, die sonst da erlaubt wäre. Wenn höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind, sind Baustellen in der Regel immer geschwindigkeitsreduziert. Also da bitte immer darauf achten, dass ihr halt die korrekte Geschwindigkeit immer einhaltet. Wenn dort keine Geschwindigkeitsbeschränkung steht, müsst ihr natürlich trotzdem sehr viel Abstand immer oder mehr Abstand als sonst zum Vorausfahren immer einhalten und auch wirklich auf den Seitenabstand achten, dass hier dann halt eventuell nicht irgendwas hochgeschleudert wird, euer Auto dann dadurch einen Schaden bekommt oder halt ihr nicht rechtzeitig zum Stehen kommt, weil ihr etwas übersehen habt, weil es vielleicht rutschig ist oder was auch immer. Da wirklich immer darauf achten, dass ihr halt da wirklich vorausschauend fahrt. Das wird auf jeden Fall auch in der Prüfung darauf geachtet, dass wenn Baustellen bei euch sind, dass ihr halt auch wirklich euch in der Baustelle halt ja abstandstechnisch wirklich korrekt verhaltet, damit dort halt auch nichts passiert. Fahrt lieber ein bisschen langsamer. Also wenn da jetzt keine Geschwindigkeitsbeschränkung steht und ihr seid so wie eben gerade in der Zone 30, dann fährt man ja eh schon langsamer. Das ist dann ja eh schon angepasst. Wenn dort aber 50 sonst regulär ist und es steht halt nur dieses Baustellenschild und ihr seht halt, okay, das ist auf dem Fußweg, dann interessiert uns das herzlich wenig. Nicht gar nicht, aber doch relativ wenig. Wenn das jetzt aber auf der Fahrbahn ist und dort steht keine Geschwindigkeitsbeschränkung, dann müsst ihr natürlich trotzdem mindestens den Abstand vergrößern, eventuell ein bisschen langsamer fahren und halt wie gesagt immer schön vorausschauend fahren, dass ihr halt auch wirklich ja niemals irgendwas passiert und dass ihr wirklich immer, wenn ihr mal bremsen müsst, dass ihr wirklich sanft und normal zum Stehen kommt und nicht bei jeder zweiten Sache dann eine Vollbremsung hinlegt. Das ist ja dann auch nicht gefahrlos, sondern wenn die Nachfolgenden auch nicht damit rechnen können, dass ihr plötzlich jedes Mal an jeder Ecke eine Vollbremsung machen müsstet, dann ist das ja auch gefährlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video so ein bisschen was über die Baustellen erklären, erzählen und beibringen. Ich wünsche euch weiterhin natürlich viel Spaß in eurer Führerscheinausbildung und viel Erfolg in eurer Prüfung später. Bis zum nächsten Video.